Der Löffelbiskuits nacheinander mit beiden Seiten kurz in diese Mischung wenden, dann in eine Auflaufform legen. Die Hälfte der Mascarpone-Creme darauf verstreichen. Die restlichen Löffelbiskuits ebenfalls kurz in der Saftmischung winden und auf der Creme verteilen, dann mit der restlichen Mascarpone-Creme bestreichen. Mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 5 Stunden kalt stellen. Kurz vor dem Servieren die Granatapfelkerne auf dem Tiramisu verteilen. Tipp, du kannst das Tiramisu auch direkt auf Desserttellern anrichten und sofort servieren. Wer auf rohe Eier verzichten möchte, schlägt Eigelb und Zucker über dem Wasserbad schaumig auf. Von der Hitze nehmen, kalt schlagen, dann weiter nach Rezept vorgehen.